Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Do Game, einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute wieder mit Let's Test. Heute mit dem netten Spiel. Mit dem Spiel Manic, Digga. So. Wo ist genau? Von 2 User. Oh fuck. So, Infers. Manic, Digga. Das Spiel ist so ein Minecraft-Klon, kann man sagen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, deswegen wollte ich eigentlich gerade Kiss schauen. Sofort, schauen wir halt Open Inventory B, Set Spawn, Respawn, Reload Weapon, Talk Distance, Person, Fixed, Screen. Man kann auch online spielen, vielleicht kommt auch ein Online-Teil noch. Ich muss nur schnell schauen. Okay. Return to game. Mit B öffne ich das Inventar. Ja, cool. Holen wir uns mal ein bisschen TNT. Also ich kenne mich hier nicht aus, also bitte erwartet euch nichts von mir. Fire. Kann ich jetzt hier ganz einfach... Was ist jetzt los? Ah. Geht das jetzt hoch? Nee, oder? Ah, press A to use. Ah, war das jetzt laut. Alter. Alter. Ja, man kann sich bei dem Spiel schon spielen. Ja, man kann sich bei einem Spiel spielen. Bist du dir sicher, Michi? Also laut ist er schon auf jeden Fall. Weil das deckt doch noch mehr als Minecraft. Ja, das macht auch schon Spaß. Vielleicht wird das auch ein bisschen längeres Video. Wenn ich mal das Spiel leiser gestellt habe. B. Was holen wir uns? Close. Armor. So, was gibt es hier eigentlich? Gibt es gar nicht so viel. Holen wir uns mal. Bauen wir uns ein kleines Haus. Häuschen. Cake. Kann ich jetzt mit Cake bauen? Ja, wir machen uns jetzt ein Cake. Kuchenhaus. Steht dann aus Brick. Also ich mache jetzt hier, glaube ich, kein Traumhaus. Also wenn ich nicht alles täusche, schaut das Haus sieht jetzt schon scheiße aus, ja. Also das kann ja nichts werden, wenn man schon so viel Selbstvertrauen hat. Aber ich weiß nicht, ob ein Multiplayer bald noch kommt, weil es ist nichts Besonderes. Und ich habe schon persönlich gespielt Multiplayer. Aber da bin ich auch nur durchgeflogen. Nein, ich bin geflogen nicht. Weil irgendwie kann man auch fliegen, was ich weiß. Move Speed, da kann man sehen. Free Move. Ah. Ist da weg. Sieht bei dem Spiel auch. Ich soll mal euch vielleicht sagen, wie das hier aussieht. Stillgestanden! Rechts! Links! Ja, vor allem so. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay.
Das war gerade eine Anspielung auf einen Herrn Odolf Mittler. Der Herr Odolf Mittler hat vielleicht hat teilweise so gesprochen und seine die Leute von Odolf Mittler gingen auch so. Und so wird wahrscheinlich auch der Part heißen, Odolf Mittler. Oder nein, das sieht Traum auf das. Also wenn man nur die erste Wand hier ist, als Kuchen machen. Ja, ich wäre dafür, dass wir nur die erste Wand als Kuchen machen. Und weiß jemand, was der Stich da bedeutet? Keine Ahnung. Und zum Schluss sprengen wir das Haus dann in die Luft. Wie machen wir es weiter? B, ne? Asgard. Mach mal so Asgard, das passt so gut in mein Konzept rein. So. Eigentlich wollte ich euch was anderes letztes testen, aber das hat dann nicht so geklappt. Vielleicht kommt das irgendwann mal nicht so ein Shooter. Ich würde schon irgendwie was anderes sagen, so eine kleine mehr. Taffer Shooter, wie ein nettes kleines Spielchen, wo man Leute streichen muss. Der Name, der sich schimpft Battlefield 2. Nur ich hab so die Hülle, ich hab den Seriencode, ich hab's nämlich immer installiert gehabt, aber ich finde gerade die CD nicht an. Und da es zu spät geworden wäre, wenn ich es ewig gesucht hätte, dann doch gefunden hätte und dann noch installiert hätte. Da warte ich noch, bis ich gefunden habe und dann am nächsten Tag werde ich dann hochladen. Was sieht das Haus nicht traumhaft aus? Die Texturen werden interessant in Minecraft. Gibt sicher, hat sicher schon irgendwer gepixelt. Da werde ich mich auch mal dran machen, denn die würde mich interessieren. Die gefallen mir. Mir gefällt es. Ich mag so entweder so ein simple Look, also so ein so vielleicht verspielt oder weiß ich nicht. Und ich mag aber auch rustikal. Also weiß nicht. Passt da im Prinzip so gar nicht zusammen. Aber eins von beiden muss man Texturback haben. Deswegen mag ich es Fax gerne, also das für mich geht schon in die verspielte Richtung. Für mich halt, keine Ahnung was für euch ist. Aber da heißt das gerade echt Cobblestone. Obsidian, ah nee. Rush Metal. Nehmen wir das. Das wurde sicher nicht geklaut. Sicher nicht. Fake Bookcase. Wooden Desk. Ja, okay. Also ich muss sagen, Gestaltungsmöglichkeiten kann man eigentlich. File Start. Was ist das? Ich habe nochmal. Need to use. Okay. Man kann es auch immer nur einmal setzen. Und das ist dann so ein nettes Tischchen. Ja, das gefällt mir eigentlich schon. Schon sehr schön. Ich finde es so lustig, wie er die Arme bewegt, wenn man eigentlich sich gar nicht mehr bewegt. Ja. So. 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 Das ist doch immer. Nein. F4? Nee, F3. Mal cheaten hier. Kann man dann hier? So, da. Das geht doch alles so anders. Also so richtig mit dem Flieh klappt es bei mir jetzt auch noch nicht.
Haus in Odor. Was habe ich gesagt? Mittler. Odor und Mittler. Der Held der Mittelschicht. Ja, jetzt hör auf mit den Witzen. Jetzt reicht's da aber schon mal. Was? Wer macht denn sowas? Oh. Okay, das ist nicht gut.